Zwei süße Wieset. Alles super. Also nee, nichts ist super. Ja, Karl-Heinz, gibt eine Story, du, das ist der Hammer. Wie gibt eine Story? Was für eine Story? Park hat mal wieder ein Singelchen gemacht. Was hat der gemacht? Ein Singelchen. Also pass auf, man muss das, eigentlich kann man es abkürzen. Wir waren bei Seekers und waren da so wegen Holland, den mal besuchen eben, dann haben wir, sind wir mit denen ins Gespräch bekommen, auch über Investments und Geld und Pipapo, und dann haben die gesagt, ja, wir würden gern 50.000 investieren. Und ich habe gesagt, puh, weiß nicht, ob wir das machen können, weil du kriegst übrigens $700 von mir, Karl-Heinz. Was? Ich habe das Geld reinvestiert. Also 200 habe ich rausgeholt für dich. Aber diese Summen von 50.000 von C-Cars oder so, das kann ich natürlich nicht stemmen. Weißt du, wir haben ja nicht so viel Geld. Auch Küsschen rechts, Küsschen links, danke schön. Ja, ja. So, pass auf, jetzt kommt's aber. Habe ich gesagt, ja, lass mal darüber unterhalten. Moment, sind wir doch nicht so weit, dass wir so viel Geld annehmen können, ne? Und dann ist es jetzt passiert, dass der Parker und der Walter irgendwie telefoniert hätten und der Parker sagt, während die anderen daneben stehen von Seekers, ja, wir wollen die abziehen, Brian Green will die abziehen oder sowas. So. Wer hat das gesagt? Also ich habe Parker angerufen, ganz geflüstert habe ich, ne? Ich bin da ein bisschen weggegangen und habe gesagt, ey, wir haben ein Problem, der Brian will den abziehen. So, ja? Und wenn ich mit dir telefoniere, Karl-Heinz, würdest du das dann in der Gegenwart von anderen Leuten wiederholen? Nein, natürlich nicht. Ja, und das hat der Parker natürlich offensichtlich gemacht. Und dann haben die das mitbekommen und haben mich dann Holland weggeschickt und wollten den Brian da mit dem Hammer zertrümmern. Der eine hatte schon einen Hammer in der Hand und dann konnte der Brian das noch wenden, das Blatt. Und jetzt hat der Parker wieder gesungen. Und jetzt soll Brian, er hat keine andere Möglichkeit, 50.000 verdoppeln auf 100.000. Oh Leute, hör mal, bin ich einmal nicht da, was macht ihr? Ja, gar nichts machen wir. Ja, merke ich. Wir sind auf Taufühlung gegangen, auf Fühlung gegangen, um zu gucken, ob der Seekers ein Interesse hat. Aber dass der dann, dass ihm gesteckt wird, dass wir den verarschen wollen, ist doch nicht, den wollten wir. Ich habe sogar noch zu Brian gesagt, ey Brian, pass auf, lassen wir das lieber und so. Ja, wir haben das gelassen sogar. Das war nur so doof, weil der Parker halt gesagt hat, hier, wir wollen die abziehen, aber wir wollten die gar nicht abziehen. Weißt du, das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Wir hatten das ja nicht vor. Ja. Hast du Spitze bei Seekers? Also wir haben kein Geld bekommen, ich habe auch kein Geld von Seekers angenommen. Doch, hab ich, Basti. Ja, wir haben auch kein Geld von Seekers angenommen, das kriegt sich schon geklärt im schlimmsten Fall, aber im Notfall, ne, wir sind ja jetzt gerüstet, ne, hier, im Notfall müssen wir kämpfen. War das so, hast du, ja, im Notfall gibt's jetzt Tacheles, Leute. Okay, also, ich fasse da nochmal zusammen, der Parker war bei Seekers. Ja, nein, er war an der Tankstelle und einer von Seekers stand neben ihm und dann hat er das einfach wiederholt, was ich am Telefon gesagt habe. Und das ist doch schon merkwürdig, oder? Würdest du das machen? Wo ist der Typ? Der kommt, ruf dir mal an und sag mal, der soll herkommen. Ja, ey, Karl-Heinz, hab dir das damals schon gesagt. Das ist eine Ratte. Jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Probleme. Karl-Heinz, ich glaube, du bist ein engster Verbündeter. Ja? Und du musst mal überlegen, der zieht uns hier alle über den Tisch. Erst mich, ja? Und dann holt er sich Brian. Du bist der Nächste. Was machst du jetzt, Brian? Alles gut. Ich hab's dir gesagt damals im Lagerhaus, Karl-Heinz. Du bist der Nächste. Was machen wir denn mit dem jetzt? Ja, du musst dir eine Lektion erteilen, weil auf dich hört er nur. Okay. Das kann doch nicht sein, Karl-Heinz. Wie steht's dir jetzt vor? Wie du möchtest, in deinem Ermessen. Okay. Aber Karl-Heinz, du bist der einzige Mann, den ich hier vertraue. Das habe ich dir 100-mal schon gesagt, ne? Ja. Und wenn die Scheiße am Dampfen ist, mein Blut gehört dir und dein Blut gehört mir. Das haben wir untereinander ausgemacht. Auf jeden Fall. So. Karl-Heinz ist ein guter Brian. Den kannst du 100%ig vertrauen. Ja, dem vertraue ich auch. Der hat sogar einen Scheißspitzel bei den Bullen. Ja, kriegen wir schon. Ja, hab ich. Ich habe überall Spitzel. Und dann hat sich, pass auf, dann hat sich noch Folgendes, pass auf. Hat sich der Holland in das Auto gesetzt, war besoffen und schreit neben Seekers rum, Brian wird euch abziehen, er zieht euch ab, die Sau. Und alles schreit ja dann da rum. Oh Leute, das ist unfassbar, wir stecken richtig in der Scheiße, Alter. Ist doch nicht. Wir sind gerade so da noch so rausgekommen aus der Nummer. Eigentlich musste ich sogar den Deal annehmen, aber ich habe halt noch kein Geld bekommen, deswegen komme ich da schon irgendwie raus im Notfall. Aber er hat gesagt, das ist keine Option. Ja, ja. Wer hat euch denn da angesprochen? Weißt du was, Karl-Heinz? Mr. Meine Red. Option B ist einfach, Red. Wir gehen zu Curtis und reden mal mit dem. Ja, dann private, da läuft der folgendermaßen ab. Dann erschießt er erst mich und dann könnt ihr mit ihm reden. Warum erschießt er dich? Wir haben nicht so eine gute Verbindung. Warum? Gab's vielleicht mal Vorfälle mit dem 40-Tonner und er fuhr mir rein und ich ihm und er sagte, ich hätte nicht bezahlt und Gericht und na sowas.
Ah, super, na toll. Dann nimmt das Blatt, wendet sich das Blatt direkt mal. Und wir können den Karl-Heinz nicht hintergehen, Brian, weil der hintergeht uns auch nicht. Der ja, hat uns noch nie hintergehen. Warum soll Karl-Heinz hintergehen? Weil wenn wir mit der Growth Street was anfangen, schießen wir Karl-Heinz auch ins Bein, weil er Probleme kriegt. Ach so, weil du mit Curtis Cash das Problem hast. Oder ja, mit genau. Red. Ja, weiß ich nicht, ob der noch Probleme ist. Sie haben zwischendurch auch gesprochen, aber der beleidigt mich immer mit so Sachen wie lösch dich. Mit Curtis Cash? Weiß nicht, was der meint. Mit Curtis Cash oder mit Red? Nee, Kusch, mit dem Red kann ich gut reden. Soll ich mit dem mal labern? Ja, erzähl dem doch mal vielleicht, ob das alles nur ein riesen Missverständnis ist. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ja, pass auf, da fahre ich mal eben dahin, Leute. Weil du erkennst ja jetzt sogar die Wahrheit und hast ja hier die ganze Geschichte. Ja. Ja, das wäre doch super. Pass auf, ich fahre mal dahin, weil wenn ich Autos kaufe, dann eh da, ne? Und dann können wir vielleicht, kann ich aber klären, rufe ich euch an, bleibt ihr hier oder befahrt ihr? Wir warten im Tier. Ja, wir warten. Okay, ich beeile mich. Ey, Karl-Heinz. Ja. Das Leben von Brian hängt jetzt an deinen Händen, ne? Ja, irgendwie schon. Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine mehr. Oder er. Ja, du hast mal sehen. Ach, Jungs, seid mal ein bisschen mutiger. Ach, da kommt der Parker auch schon. Da ist der Parker, Karl-Heinz. Ja. Steig nochmal aus. Warte mal gerade. Mach mal ein Wörtchen hier, komm. Ich will jetzt was sehen, Karl-Heinz. Bei mir ist übrigens die ganze Zeit so ein Fehler, dass Walters Name angezeigt wird. Ich habe probiert, das umzustellen, es geht aber nicht. Ja, im Endeffekt, das grob zu erklären. Red mal ein bisschen lauter. Ich frag mal andersrum kurz, ganz kurz. Bitte? Muss ich jetzt zu Red gehen und die Scheiße klären? Nee, ich will zu Red gehen, weil ich mit der Scheiße nichts zu tun habe. Ja, du willst deine eigene Haut rausholen und wir sind am Arsch. Ja, weil ich die nicht verarschen will. Ja, du hast aber die Fresse aufgerissen, in deren Anwesenheit, du Holzkopf. Dadurch hat er überhaupt entstanden. Die auch nicht verarschen. Nee. Wir können nicht. Das Leute, ihr habt keine Ahnung, wie was für eine Macht. Ey, Karl-Heinz, sei mal ruhig jetzt. Ich hab zu Brian doch selber sogar gesagt, wir machen da auf keinen Fall. Ich habe ihn doch zur Seite genommen. Und da haben wir doch sogar, hat der Brian dann nur so gesagt, nee, das können wir nicht machen, wir müssen abwarten, wie der Aktienmarkt ist. Also wir haben das doch sogar aufgeschoben. Aber durch diese Scheiße, dass er das am Telefon wiederholt hat, sind wir jetzt in der Kacke drin. Ja, deswegen will und ich das mal wieder packen. Und dann lasse wieder. Ja, schmeiß mich doch raus. Oh. Pass auf, werdet ihr eure Menstruationsprobleme hier klären, gehe ich das mal klären wie ein richtiger Mann. Nee, ich hab keine Lust, ey, dann komm, dann fahr mit. Nein, Parker, du bleibst mal hier, Parker, jetzt. Kannst du mal zu dieser Villa am See kommen, falls du gerade Zeit hast? Gibt's ein paar Probleme. Villa am See, ich bin gerade im Norden, du, das ist ein bisschen problematisch. Ja, dann, wenn du mal Zeit hast, mach dir keinen Stress, ne? Wolltest du persönlich sagen? Ja, lieber, sicher ist sicher. Okay, ja, alles klar. Ne? So. Ja, hast du den Namen Green gesagt? Ja. Ja, toll, klasse. Das ist doch nicht normal, dass man Sikas abziehen will, ey. Ja, aber du kannst doch nicht Das hatte doch auch keiner behauptet, dass wir Sikas abziehen wollen. Außer Walter, weil der sich kurz gedacht hat, dass ich das machen wollte, was voll hypothetisch war. Ja, dann und ihr habt das dann wiederholt. Dann soll Walter nicht. Ja, aber du kannst das auch nicht wiederholen, Alter. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ey, erst wird der Walter entführt, dann schießt du ihn an, jetzt wiederholst du sowas. Alles in wenigen Tagen, Wochen. Schon ein bisschen komisch, Parker, ganz ehrlich. Ich bin fassungslos. Du kannst dich nicht mit Seekers anlegen. Wo willst du hin? Warum haust du jetzt wieder ab wie so ein Mädchen? Ja, weil ich ja hier anscheinend das Problem. Ja, pass mal auf, du kannst entweder davonrennen oder brauchst du nicht mehr wiederkommen oder wir klären das jetzt. Ja, wie willst du das denn klären? Ja, folgendermaßen, ich frag dich jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben zusammen so viel durchgemacht und du hast mir gesagt, du machst keine Scheiße mehr, Alter. Ja. Du kannst doch nicht, wenn der Typ, du weißt ganz bewusst, der ist von Seekers, kannst du doch nicht erwähnen. Er stand unten bei Seekers. Ich weiß doch nicht, dass der bei Seekers da irgendwie arbeitet. Er stand da unten. Ja. Alter. Richtig. Der wollte da runter. Ich glaube, deine Zunge ist nicht ganz grün. Wiederholt. Ja. Ja, aber das macht man doch nicht. Nee. Karl-Heinz. Weißt du, wie das. Warte mal, warte, Bruno, ganz kurz. Weißt du, wie das Gespräch gerade abgelaufen ist? Ich habe am Freitag ein Treffen mit dem Snow. Das ist ja auch ein Geschäftsvertreter da. Da werde ich mich mit dem treffen und da wird darüber diskutiert, ob der Green erschossen wird oder nicht. Darum geht's. Und es geht nicht darum, diese 50.000, glauben die euch nicht. Aber er möchte das jetzt in die Tat umsetzen, Seekers. Weil die genau wissen, dass er es nicht schafft. Und somit ist das ein Grund, wie er das so schön gerade zitiert hat am Telefon, die 22er Pistole auf der 45er zu erhöhen. Dann hat er aufgelegt. Privates Treffen war gar nicht drin. Also sagt mir doch bitte nochmal, ob wir in der Scheiße stecken oder nicht. Ich fürchte ja. Ich fürchte, das seht ihr schlimmer, als es ist. Weil die kochen alle nur mit Wasser, Leute. Wen hast du eigentlich gerade angerufen, Green? Hm? Ich habe mit Dirk Brauner geredet, der kommt jetzt hier vorbei. Aber ich weiß ja nicht, ob du hier warst oder nicht, ne? Hm?
Du weißt, dass Seekers und Bennys Schießereien hatten, also sag ja, da ja, nicht deswegen, mit dem Kopf, nicht nur heiße Wasser. Ich weiß, aber deswegen haben wir da auch eine Möglichkeit, mit Curtis zu reden. Also haltet die Füße still. Theoretisch ist Seekers... Da bin ich raus. Ja, ja, aber im Notfall müssen wir, weißt du, der Feind meines Feindes ist mein Freund, you know? Also ich kann nicht sagen, wenn Freitag der Treffen scheiße läuft, tauche ich unter. Ich okay. Verstehe das, ich weiß. Warum denkst du denn jetzt schon wieder so weit, Mann? Ja, Plan B. Ich würde dann nicht noch so weit gehen. Wenn mir jemand mit dem Tode droht, dann... Ja, ich würde dann nicht noch so weit gehen und dann noch zu anderen Fraktionen... Also, sorry. Das wird erst recht dann in die Hose gehen. Aber nicht, dass du das Ding gleich aussteckst, Parker. Ich sag gar nichts mehr. Wisst ihr, was das Problem ist? Der kann den das ruhig stecken. Manche Leute oder viele... Was ist denn dir los? Ich hab da gar nichts zu verheimlichen. Oh, der Dirk, der einen Unfall gehabt. Der hat einen Unfall, ja. Geht's, Dirk? Ganz okay. Oh Mann, du siehst alles ja fertig aus, du. Bin ich auch, Mann. Ja, gut, dass du hier bist. Aber geht wieder. Bist du jetzt bist hier hochgelaufen? Nee. Wo ist dein Auto? Okay. Du bist doch nicht verletzt Auto gefahren, Dirk. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen, weil du siehst gar nicht gut aus. Nein, alles gut. Da ist man, Dirk, ey. Was ist passiert? Hast du Kopfschmerzen während der Autofahrt gehabt, oder was? Reifen geplatzt. Ach, oh, du Scheiße. Mhm, bin über den Nagel gefahren. Mhm. Über eine Brücke und dann habe ich mich überschlagen. Der Wagen ist noch im Norden, ich hoffe, die kriegen den wieder hin. Weil überall hier Baustellen sind, ey. Und alles. Ja, wir haben ein Problem, Mann. Wieso haben wir ein Problem? Mhm. Ah, das ist eine Geschichte, du. Ja, hau raus. Ah, willst du oder soll ich weiter? Ich fass gut zusammen. Alles klar. Also, wir waren vorhin bei Seekers, weil der Holland besoffen... Ah, ich war... Können wir dem Basti vertrauen, ja, oder? Natürlich. Das ist Basti, Ja. Basti. Cool, dass du da bist. Geil, wir haben ein richtig schönes Abenteuer für dich und euch hier. Also, pass auf. Dirk, ich sag dir das jetzt und du sagst mir dann deine Meinung dazu, okay? Ja. Kannst komplett geradeaus sagen. Also, der Brian, der macht ja immer so ein bisschen Verdopplungsgeschäfte, wie du weißt, ne? Mhm. So, dann haben wir Holland vorhin abgeholt bei Seekers, weil er war besoffen und hat da gedacht, er arbeitet dann da. So, und dann standen wir mit Seekers, beziehungsweise mit Red da, hast du ja gesehen, du bist ja weggefahren. Mhm. Und haben dann so gesagt, ja, ey, der Brian, der kann auch das Geld von dir verdoppeln. Und dann haben wir aber direkt, so spaßeshalber direkt abgelehnt, weil wir hey, wussten, Dirk. Das ist so ein krasses Kaliber, weißt du? Okay. So, und dann hab ich mit Brian auch drüber gesprochen, so, dann sind wir einen Schritt zur Seite gegangen. Richtig, oder? Ja, ja, genau. Dirk, ey, gute Besserung. Wie siehst du denn aus? Scheiße. Warte, jetzt, ey, Konzentration, sonst kommst du nicht mit. Also pass auf, dann bin ich mit Brian zur Seite gegangen, hab gesagt, ey, das können wir nicht machen, der ist ja nur mal zu groß und so, da können wir nichts verdoppeln. Hat der Brian auch eingesehen und so weiter. Dann ist der Brian zurückgegangen und hatte Kopfschmerzen, kam dann irgendwann wieder und stand wieder bei der Gruppe. Und ich hab dann, weil ich dem Parker ja vertraue, ihn dann angerufen und gesagt hab, Alter, wir haben ein Problem, der Brian will den Seekers abziehen. So. Ja? Was natürlich gar nicht stimmt. Pass was auf. Überhaupt nicht stimmt, ganz klar, weil das hatte ich ja gar nicht vor. Ich hab die haben mich nur angehauen, ob ich Bankgeschäfte kenne, weil Brunn gesagt hat, ja, der Brian kann doch euer Geld erweitern. Moment. Jetzt kommt aber der Plot-Twist. Ja, dann habe ich im Auto gesagt, sag ruhig, warte. Lass mich das erzählen. Ja. Dann war zur gleichen Zeit der Parker an einer Tankstelle in der Nähe, ne? So. Hm. Und kann ich mit ihm reden? Dann hat er sich mit jemandem getroffen. Grad nicht. Also er hat jemanden getroffen, der zu Seekers wollte. Dann rufe ich den in dem Moment ja an und dann wiederholt der zu jemandem, der in seinem Auto sitzt, zu Seekers möchte, dass der Brian Green den Seekers abziehen will. Jetzt frage ich dich, will der mich verarschen? Warum, seit. Wenn ich dich anrufen, Dirk, ich würde dich anrufen. Ich sag, ey, der Basti, das hat eine Scheißfrisur. Würdest du dann, okay, bei so einer Kleinigkeit, würdest du dann sagen, was, der Basti hat eine Scheißfrisur? Wenn der daneben sitzt? Verstehst du, was ich meine? Und du möchtest jetzt Parker unterstellen, dass... Nein! Das extra gesagt. Das Problem ist noch viel größer. Herr Seekers oder Red oder wie er heißt, hat dann gesagt, ja pass auf, jetzt musst du mein Geld 50.000 auf 100.000 erhöhen. Keine Widerrede. So. Daran bin ich jetzt schuld. Nee, und das kann ich natürlich nicht machen. Ganz klar. Haben wir nicht so viel Geld. So. Und jetzt gibt es natürlich drei Optionen. Entweder ich habe das Geld nicht angenommen natürlich. Ja, ich habe ihm gesagt, ja, lass mal drüber reden. Er hat gesagt, es ist keine Option und alles andere. Und dann bin ich halt gegangen einfach. So, die Option ist jetzt entweder, ich werde mich da... Die standen da schon mit dem Hammer da. Ja, schon mit dem Hammer da. Easy. Also das war aber, die waren schon wütend, die waren auch eindrucksvoll. Aber das Problem ist natürlich jetzt folgendes. Wir können jetzt entweder die 50.000 irgendwie aufbringen, was ich nicht tun werde oder kann.
Oder wir werden nochmal mit ihm reden. 150? Du musst 100.000. Ja, 100.000. Der will 50.000 geben. Ja, er gibt mir ja 50.000. Dementsprechend müsste ich ja auch noch 50.000 draus machen mehr. Das Ding ist halt, das ist natürlich eine krasse Summe, die ich so nicht habe. Und wir machen das ja, den ganzen Aktienmarkt starten wir im Moment mit kleinen Geschäften. So. Im Moment haben wir ja gar nicht so viel, um das so zu erweitern. Weißt du, was ich meine? Ist ja völlig utopisch. Dementsprechend, wenn er die haben will, muss ich mich wehren. Ne? Ganz klar. Kannst du nicht. Ja, kann ich schon. Ich habe da schon noch einen Plan in der Hinterhand. Ja, warte mal ab. Brian, nicht mit den Leuten von Seekers, Alter. Ich hab's dir gesagt, Brian. Keine Chance. Ohne, Digga. Brian, so gern ich dich hab und so viel ich dir zutraue, nicht mit Seekers. Nein. Hab ihn auch Lass schon gesagt. Lass das. Und vor allen Dingen nicht mit Red. Ja, ich meine, mir bleibt ja keine andere Wahl. Je nachdem. Du solltest vielleicht einfach mit Red reden, ja. Ja, das ja. ist eine gute Wahl. Ah, der ruft mich gerade an, der Mr. Seekers. Oh, oh. Wo soll ich denn, soll ich den hier einladen? Nein, oh Gott. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Soll ich vielleicht vorher mit ihm reden und sagen, dass du Scheiße gebaut Hallo. Hast? Hallo. Ja, Mr. Green. Du warst für Basti, oder Brian? Moment, jetzt reden wir gerade eine Sekunde. Herr Seekers, was kann ich für Sie tun? Ja, wann können wir uns denn morgen treffen? Wir können uns auch gerne jetzt treffen, weil es gibt, glaube ich, da ein Problem zu besprechen. Also weil wir mit unseren aktuellen Anlageoptionen keine 50.000 erweitern können. Da steht das System noch gar nicht, weil die ganzen Aktienmärkte laufen momentan über Liberty City und nicht über Los Santos. Achso, wir können keine 50.000. Nee, das kriege ich nicht hin. Das Problem ist auch sagen wir diese... Mal eine kleine Summe, sagen wir mal, ich gebe 10.000. Ja, da können wir vielleicht 15.000 ausmachen. Da könnte mal eine Option bestehen. Ich will Ihnen sie aber kurz aufklären. Herr Seekers, weil ich will mich gar nicht mit Ihnen anlegen oder irgendwelche Wegen Probleme Parker, oder schaffen. Das Problem, dass der Herr Parker irgendwie erzählt hat... Mir ist das doch scheißegal, wenn du Moment, vertraust, eine, den schießt, eine Sekunde, ich muss hier mal gerade rübergehen. Eine Sekunde. Das Ding ist, der Herr Parker hat ja gesagt, ich wollte Sie irgendwie abziehen oder sowas. Und daraufhin wollten Sie ja auf jeden Fall beharren darauf, dass ich diesen Betrag investiere. Ich will sie da keinesfalls abziehen. Wenn wir mehr investieren und sie Risiko wollen, kann das Geld verloren gehen. Bei geringen Invest können sie da einen geringen Obolus rausbekommen. Aber ich will da ganz ehrlich mit ihm umgehen. Wir können hier nicht zaubern. Ja, und wenn ich ein Falschbanker wäre, dann würde ich Ihnen das nicht sagen. Ja gut, Sie haben eine Ansage gemacht. Sie haben gesagt, ich gebe Ihnen eine gewisse Summe Geld und Sie können das doppelt daraus machen. Theoretisch, ja. Aber im Moment sind wir da noch nicht an den Aktienmärkten angeschlossen. Ich denke ja nicht so theoretisch. Ich denke im Moment ist das, praktisch ist es halt gar nicht möglich, dass wir das machen, weil ja die Geschäfte über Liberty City sind und der Los Santos Aktienmarkt. Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Geben Sie mir da ein bisschen Zeit? Ja, was heißt, ja okay, wann treffen wir uns morgen? Ja, dann können wir uns die Tage treffen. Ich würde mich da melden. Morgen bin ich leider nicht in der Stadt. Morgen sind Sie nicht in der Stadt. Nee, aber da würde ich mich dann einfach mal telefonisch melden. Ich sag mal so, ich stecke mir mal so einen kleinen Umschlag mit 10.000 in die Hosentasche. Ja, da können wir vielleicht, dann können wir da vielleicht 13.000, 14.000 draus machen oder sowas. Mal gucken, ich muss mal gucken. Genau, 20.000, das klingt doch gut. Ja, 20.000 werden es wahrscheinlich nicht. Und dann melde ich mich die Tage bei Ihnen. Ja, okay, so machen wir das. Ne? Also wenn Sie da sind, dann melden Sie sich einfach und wenn nicht, dann Perfekt. Ich sich schon irgendwo. So kriegen wir das hin. Vielen Dank, dann hat sich die Sache erledigt. Dankeschön. Ja, wunderbar, bis dahin. Tschüss. Uiuiuiui, das ist immer noch ein heikles Pflaster, aber wir haben uns halbwegs gut rausmanövriert. Also Leute, ich habe das Alles ja geklärt. Los. Ich habe das geklärt mit dem Red. Ja, wir holen uns da folgendermaßen raus. Er gibt uns 10.000 Euro. Lass mich am Arsch leck, Karl, so wir geben dem 13.000 wieder und dann sagen wir können nicht mehr investieren. Er kann nicht mehr investieren. Ja, dann, so haben dann, wir den aber dann, super zufriedengestellt. Wisst ihr, was ich meine? Deine Mitarbeiter da und... ja, die 3.000, die kriegen wir ja. Die 3.000 kriegen wir zusammen. Nee, er gibt uns ja 10. Da legen wir 3.000 drauf und geben die zurück als kleinen Obolus. Damit ja, dann mach das mal. Das kriegen ich wir noch raus. Ja, ja. Okay, Karl-Heinz. Kann ich nachvollziehen. Aber da kriegen wir uns schon, da kriegen wir uns schon hin. Das kriegen wir schon hin. Komm mal mit rüber hier, Karl-Heinz. Ja, wir, also mit dem Anlegen ist... Brian, ich hab dir letztens gesagt, ich mag dich wirklich, Alter. Hm? Aber, Junge, pass mit den Leuten auf. Ehrlich, das ist wirklich kein gut Kirschenessen, Mann. Absolut nicht. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe mich in die Situation auch selber gar nicht reinmanövrieren wollen. Das waren Walter und Parker, die das getan haben. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und jetzt muss ich natürlich gucken, ja, ich weiß. Dass der Red nicht sauer ist und dann geben wir ihm halt ein bisschen Basti. Geld. Also Basti, erklär dir die Situation mal kurz. Brian kann da nichts zu. Ja, der Red glaubt an dich. Ja, ja, ich werde dem Red auch zufriedenstellen. Das mache ich schon alleine damit. Erkläre ihm das nochmal kurz mit den genau. 10 und den 13, bitte. Also pass auf, ich habe überlegt, ich nehme, gebe die 10.000 von Red, gebe dem, kann ihm halt eh nicht das verdoppeln. Das wäre aber auch unrealistisch alles. Weißt du, was ich meine? So, ich gebe ihm dann 13.000 wieder
und sag Elene dann sein nächstes Investment erstmal ab. Weißt du, was ich meine? So, dass er zufrieden ist, sieht, ey, wir machen hier keinen Scheiß und dass alle Leute irgendwie erzählen, ich wollte ihn verarschen, was ja ursprünglich niemals geplant war. Weißt du, was ich meine? Im Prinzip haben mich jetzt Walter und Parker in diese blöde Situation gebracht, dass ich jetzt irgendwie ihm was bieten muss, um da nicht als Arschloch zu stehen. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache halt gar nichts, ja, dann bin ich ja auch nicht wirklich cool, oder? Was meint ihr dazu? Hoffen wir mal, dass er drauf eingeht. Ja, das denke ich schon. Was willst du mit der Karre? Moment mal, ich habe dich in gar keine Situation gebracht. Wenn ich mit jemandem telefoniere, den ich vertraue und der es dann wiederholt vor anderen Leuten, ist es eine andere Geschichte. Ja, die Situation hat sich jetzt ja erübrigt. Ja, dass Parker eine Labebacke ist, das wissen wir mittlerweile alle. Und dass du Leuten vertraust, der dir mal in den Bauch geschossen hat, das ist noch wieder eine andere Sache. Ja! Jerome will schlafen gehen. Was soll mit deiner Karre passieren? Die steht da. Ja, wir holen die jetzt. Wenn er will. Wie lange bist du noch da, Jerome? Gehst du jetzt pennen, dann packst. Naja. Ich möchte nur, dass das klar steht. Ich habe hier nichts. Nee, du bist an niemals schuld. Ich hab nur telefoniert, Parker. Mit dir. Ja, richtig. Ja. Ja, die Situation ist jetzt auch egal, wer die Schuld hat oder wer was hat. Ich denke, das ist eine Lösung, die eigentlich recht günstig ist. Ich werde sowieso nochmal mit ihm reden. Vielleicht kläre ich ihn da noch auf, dass das System so nicht funktioniert. Wann gehst du denn mit ihm reden? Das für die Tage. Wir haben gesagt, wir telefonieren uns zusammen. Deine Karre ist für heute weg. Jerome geht's mega scheiße, der legt sich hin. Ja, passiert. Aber wenigstens sieht die Situation lange nicht mehr so brenzlig aus. Ich kann mir Red natürlich vielleicht auch direkt mal mit ihm, vielleicht kann ich ja nochmal mit ihm reden beim nächsten Treffen, dass wir die Sache vielleicht sogar wirklich geklärt haben. Wie ist denn so drauf, Basti? Ist ja ein guter eigentlich, oder? Hast du eine kugelsichere Weste? Ja, okay. Ja, dann wahrscheinlich kein... Ja, vielleicht geht ihr alle nochmal irgendwie, weiß ich nicht, zu den nächstbesten, der irgendwie reich aussieht und sagt dann, hör mal, gib mir auch 50.000, der beste die von den Bennys noch, von früher. Läuft auf jeden Fall. Tja, ich habe das gar nicht gesagt, das war der Herr. Was sagst du denn zu den Anschuldigungen, dass du gelabert hast, Barker? Im Endeffekt saß ich da halt im Auto. Wenn jemand jetzt nicht Seekers wollte. Darf ich bitte aus? Danke. Im Endeffekt, der wollte halt zu Seekers und dann ruft mich Brunnen an und sagt, ey, wir haben ein riesiges Problem. Der Green, der will hier Seekers abziehen. Wer kommt denn da? Seekers abziehen und alles. Und dann sage ich, was will der Green, wen will der abziehen? Und dann, Moment mal. Das war ein Banshee, oder? Ja, oder? Grüner. Na, grün. Ich hab nur was Grünes gesehen. Mit Spoiler. Gut, ja. Von wem ist der? War da Benny? Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Warum haben die jetzt hier geguckt? Kurz sind stehen geblieben und sind wieder weggefahren. Ey, sag mal, wisst ihr, was sein könnte? Was meine Theorie ist? Parker. Hat du kein Geld verdoppelt kannst? Nee, mal jetzt ganz ehrlich. Oh, weitergefahren. Warum hast du das wiederholt? In diesem Auto? Weiß ich nicht. Einfach so? So dumm bist du doch gar nicht, oder? Dass du sowas wiederholst. Also es war ungeschickt, aber so dumm bist du doch gar nicht, oder? Ja, das war nicht halt auch. Wie kommt ihr auf die Idee, Seekers keiner ist auf die Idee sodass, gekommen. Nur der ja, darum, ach so, darum schüttelt sich das Brunnen einfach aber so aus dem Ärmel. Aber du hast mich nicht verraten, wenn wir ehrlich sind, ne? Ne? Wir haben ja eigentlich noch was hier besprochen, dass wir hier eigentlich Freunde wären und so und du Freunde verrätst und so eine Nummer. Selbst wenn da was dran wäre, dass ich ihn abziehen würde, hättest du mir das vorher sagen müssen eigentlich, bevor du da mit so einem Typen, der da im Auto sitzt, irgendwas abziehst. Oder? Keine Ahnung. Ja, ich meine schon. Keine Ahnung? Ja, schon. Keine Ahnung, nicht? Alter? Ich hab mich für dich eingesetzt. Du hast recht, ja. Eigentlich müsste ich mich hier von dem Haus werfen, Alter. Nimm die Waffe runter, Brunnen. Ich muss gar nichts. Du hast mich hier in die Scheiße geritten, Mann. Ryan. Ja, aber eigentlich hat er es verdient, dass ich ihn vom Balkon hier werfe. Wir haben ganz andere Sachen früher im Knast mit solchen Jungs gemacht. Aber Parker, das Ding ist... Dein Gelabere bringt dich irgendwann noch um, Parker. Ohne Scheiß. Jungs, wir sind mal wieder weg. Ich werde dir natürlich nichts tun, du kennst mich. Wir sind Freunde eigentlich, weißt du? Umso mehr enttäuscht mich das. Verstehst du? Und ich lasse dir das Missgeschick irgendwie durchgehen, aber vertrauen kann ich dir in der Beziehung leider nicht mehr.
Also ich weiß nicht, was ihr macht, ich verziehe mich hier. Ja, keiner wollte ja was zu tun haben, bis du wieder uns in die Scheiße geritten hast. Ich will mit dem ganzen Scheiß ja nichts zu tun haben. Warum ruft der mich dann an, wenn ich noch hier oben sage, ich will die Füße stellen? Ja, das war der Walter Brunn. Aber da musst du ja nicht mich da reinreiten und sagen, hey, Brian Green hat die Scheiße hier gebaut, Alter. Das ist doch voll... Das war auch nicht meine Intention, aber im Endeffekt hat er dich in die Scheiße geritten. Nö, überhaupt nicht. Doch, weil er die Ansicht hat, dass du irgendwelche Leute abziehst. Ja, aber dann wiederholst du das neben einem vom Auto. Das war halt mega ungeschickt, Alter. Was ist denn da los? Ja, schon. Ja. Hast schon recht, Mann. Ey, das hat uns jetzt eigentlich, wiederholt, hätten wir die Probleme gar nicht. Hätten wir jetzt irgendwas aushacken können, vielleicht sogar ein bisschen. Es geht mir einfach auf den Sack, dass ich immer in jeder Scheiße reingezogen werde. Wenn er irgendwelche Probleme hat, dann ruft er mich an. So, obwohl ich noch hier oben sage, lass mich da raus, ich will die Füße stillhalten die nächsten Tage. Dann kommt er um die Ecke, wir haben ein Problem, Brian Green will hier irgendjemanden abziehen. Oh, da kommt der Benji wieder, Leute. Ja, aber was ist denn das? Vorsicht, guck mal da ins Tor, Parker. Gerade, glaube ich, ein anderes Problem. Ja, aber sei mal ehrlich, was ist denn das? Ja, es ist komisch, aber es ist auch komisch. Es ist einfach beide sehr ungeschickt. Da steht ein Auto mit Masken. Ja. Weißt du? Okay, Leute. Da steht ein Auto mit Masken. Zieht eure Knarren. Ich auch. Nimm eure Waffen in die Hand, Jungs. Alter. Gar nicht gut, Mann. Gar nicht gut. Gar nicht gut ist das hier.